Spider-Man. Finn, hey. Wir müssen reden. Persönlich. Damit du mich wieder anlügst? Ich muss das richtig stellen. Bitte. Komm zu Trinity Church. Keine Lügen mehr. Versprochen. Wenn du mich reinlegen willst. Gut. Wir sehen uns dort. Immerhin trifft sie sich mit mir. Okay, Trinity Church, dann los. Okay, wo ist die? Da hinten, alles klar. Na denn, machen wir uns auf den Weg. Halt, hier rechts sind, hier ist Böses im Busch. Hier war Böses im Busch. Hallo? Hallo, Freunde. Hier ist der Danny Cast mit unserer Diskussion. Das ist dann nicht. Der Intro. Schwach! Unter uns Profis nennen wir das den Aufmacher vergraben. Mehr Hype! Darf ich Sie mal was fragen, Danny? Denken Sie je darüber nach, was Sie hier anzetteln? Über Ihre journalistische Integrität? Mehr als andere. Denn Ihr haltloser Feldzug gegen Roxxon ist einem echten Journalisten wie mir schleierhaft. Sie sollten stattdessen den jungen, unerprobten Selbstjustizler attackieren, der ständig Probleme in Harlem macht. Was? Sie verdrehen alles, was Spider-Man tut, zu etwas Bösen, während Sie gleichzeitig alles entschuldigen, was Roxxon tut. Sie würden Spider-Man sofort unterstützen, wenn seine PR-Abteilung besser wäre. Oh nein, 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 nein. Die einzigen Probleme, die Spider-Man löst, hat er zuvor doch selbst verursacht. Ich lobe doch keinen Brandstifter, der sein eigenes Wort... Ey! Ey, lass mich auf das Auto! So. So, und der nächste weg. Danke. Und du noch, Keule. Ui! Jawohl! Und... Äppa. So, habe ich Schaden genommen? Ich hoffe nicht. Wäre nämlich ganz cool. Wie sehr wollt ihr dieses Auto? Ach, verdammt. Du bist erledigt. Was? Er macht uns fertig. Nee, 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 lass das. Hör auf zu schießen. Ich hab Schaden genommen. Nein! So ein Mist! Nun gut, was willst du machen? Moment, hier ist noch eine Kiste oder so, ne? Hä? Moment, wo? Ist die oben, unten? Wo ist die? Sieht so aus, dass die irgendwo oben ist. Richtig, 50, 40, ja. Ach ja, da ist sie ja. Du weißt? Der Underground hat es unbemerkt hier aufgebracht. Ausbrecher haben eine Straße blockiert und Geiseln genommen. Na dann. Drei Fertigkeitspunkte, okay. Erhöhte Gesundheit. So. Verhindere das Fahrzeug schon und führe Venom Angriffe aus fünf Gegner aus. Ich war einmal kurz, hepp. So, hepp. So. Bams, haben wir das auch. Sehr schön.
So, du mit deiner Wummel, ne, Freundchen? Du gehst mir ja schon so ein bisschen auf den Puffer hier. Und weg. Hey. Hallo. Was? Wie jetzt? Okay, das konnte ich wohl nicht verhindern. Also jetzt so storytechnisch gesehen nicht. Was? Und absetzen. Auto angehalten, check. Sträflinge eingesponnen, check. Frieden und Ordnung wiederhergestellt, check. Nice. Okay, wo muss ich lang? Da muss ich lang. Gucken. Oh, ne, komm, die Kiste links, die hole ich mir jetzt mal nicht. Das lenkt alles zu sehr ab hier. Hui! Gute Neuigkeiten, Freunde. Priest Nord ist wieder da. Und wem müssen wir dafür danken? Genau, dem neuen Spider-Man. Was kann der eigentlich nicht? Habt ihr Bilder von Spideys Aufräumaktion im Priest? Schickt sie mir und ich zeige sie auf dem Blog. Bis dann und denkt dran. Was? Den wir alle brauchen. Okay. Bis dann. What she says? Irgendwas mit Schlafenergie, bla. Aua! Moment. Gib das Ding her. Wer greift mich an? Halt, lass das. So, Moment. Einmal kurz dich ausschalten. Rums. Und du solltest lieber gehen. So. Entführerteam ist erledigt. Mann. Nervbolzen. Und weiter geht's. Mann, Mann, Mann. Hier ist aber auch überall was zu tun. Unglaublich. Rechts lang, links lang, keine Ahnung. Springen wir mal hier so ein bisschen. Oh, hier zwischen Häuser durch. Das löppt schon. So, und irgendwo da vorne ist Finn, sagst du? Was für eine Art, mir zu sagen, dass du Spider-Man bist. Was, wenn du jetzt tot wärst? Ich soll mich schlecht fühlen, weil du mich töten wolltest? Ich will, dass du mich nicht weiter belügst. Du durftest in den Underground, weil ich dachte, dass du es verstehst. Ich verstehe es ja. Was Krieger mit Rick gemacht hat. Roxxon muss büßen. Aber nicht so. Das ist der einzige Weg, ihn zu schlagen. Du musst mich das durchziehen lassen. Bitte. Ich kann nicht. Ich hab was versprochen. Ich auch. Warum sind wir hier? Wir waren hier mit Dad. Zu diesem Konzert. 7 Chöre aus 7 Ländern. Weißt du noch? Ghana war am besten. Ghana war nicht dabei. Du meinst Guinea. Also, ich glaube, es war Ghana. Guinea, Belize, Polen, Kuba. Südkorea, Thailand, Venezuela. Hast recht. Hab ich meistens. Meistens. Da.
bin ganz schön enttäuscht. Oh, Krieger. Ja, bei Miss Mason wusste ich irgendwie, dass es nicht leicht wird. Aber du? Ich hatte wohl gehofft, dass wir beide uns einig werden. Wo sind wir? Du bist hinter den Kulissen. Das ist unsere sicherste Anlage. Hier drin geht es ans Eingemachte. Du bist ein Arschloch, weißt du das? Als ihr Bruder und ich das Nuform entwickelt haben... Du hast nur deinen Namen aufs Patent gesetzt. Er sagte, dass du nichts kannst, außer anderer Leute Ideen zu verkaufen. Tja, dafür habe ich noch einen Puls, Kleine! Aber genug davon, nicht wahr? Zuallererst werde ich dich jetzt... Wow, das ist großartig. War das ein Abwehrreflex? Oh Mann, echt heiß. Also, ich werde dir diese Maske abnehmen. Und dann finde ich raus, wie du so tickst. Denn du verströmst den Duft hochmoderner Biotechnik. Und weißt du noch, was das für mich riecht, Kleiner? Nach einer Menge Geld. Okay. Ich gehe jetzt zum Sport. Heute sind die Beine dran. Quetscht das hier raus, wo mein Uniform ist. Ja? Sonst kann ich die Blase nicht eröffnen. Oh, und benutzt ihn. Bringen wir unseren Kampf endlich zu Ende. Ganz ohne Kameras. Oh, okay. Was Neues? Wow. Bist du okay? Die wollten dich umbringen. Du Scheiße. Ich bin ganz schön zäh. Suchen wir einen Ausgang. Wartet davor nicht Rhino? Roxxon hat Rhino behalten, okay, statt ihn der Polizei zu übergeben. Das ist verrückt. Was Roxxon angeht, überrascht mich nichts mehr. Alles okay? Ja, sobald wir hier raus sind. Ich schalte die Überwachungskameras aus. Überprüfst du den Computer? Den Computer. Okay, machen wir glatt. Was hast du gefunden? Da ist der Ausgang, durch das Büro. Wir müssen zuerst die Abriegelung aufheben, im Kontrollraum. Zuerst müssen wir aus dem Sicherheitstrakt raus. Ich gehe runter und sehe nach, womit wir es zu tun haben. Mhm. Na gut, also auf jeden Fall werden wir noch gegen Rhino kämpfen müssen. Da sind wir uns einig, ne? Die Tür ist versperrt. Venom hat die Zelle geknackt. Sollte auch bei der Tür gehen. Wenn ich rausfinde, wo der Strom herkommt. Hallo? Das versorgt wohl die Tür. Aha. Ist offen. Bin schon unterwegs. Bin direkt über dir. Na dann, weiter geht's. Die Sicherheitstür ist unser Ausgang, aber ich muss ein paar Terminals hacken, um den Alarm auszuschalten. Ich kümmere mich um die Security. Unsere Kameras im Südflügel sind tot. Puh, okay. Er wollte die Gefangenen verhören. Der andere Typ bringt sogar Spider-Man zum Singen. Ich brauch mal Urlaub. Woher kommen die Stromausfälle? So. Zack, bist du sicher? Du bist sicher, alles klar. Dann weg. Und mit da vorne sind noch zwei. Wie haben wir die beiden gefunden? Die da? Hat Rhino sie verfolgt? Nein, er ist nur ein willenloser Handlanger. Ein Agent hat uns ihre Position gegeben. Starte Patrouille. Kleiner Tipp, achte bei Kleinen, was du sagst. Er wirkt entspannt, aber er ist jetzt... Moment. Er hat
hat in weniger als einem Monat 3 Assistenten. Kann ich das da irgendwie draufballern? Oh! Okay, knapp. Was? Wieso Gefahr? Ah. So ein Schmuck. Mach das mal. Mann. Ich bin als nächster dran. Die ganze Zukunft des Unternehmens scheint davon abzuhängen. Markieren wir erstmal alle hier. 1, 2, 3. Zack. Oh, wieso ist bei dir Gefahr, Keule? Wer sieht dich? Wenn alle Reaktoren aktiv sind, hören die Beschwerden auf. Oh, du kommst erstmal weg. Okay, der nicht. Der auch nicht. Aha. Verdammt. Kann ich dich irgendwie... Nee. So, aber dich kriege ich. So. Dann schlaf mal gut. Auch da kann ich nicht drauf. Na gut. Bitte kommen, so. RX-57. Keine Antwort. Position überprüfen. Checke Sektor. Ja, Sir. Wird gemacht. Okay, kann ich da drauf? Hier muss ein Eindringling sein. Moment. Nee, kann ich nicht. Schnappt euch Spider-Man. Sofort. Okay. Hat keiner gesehen. Coach Blau, schnappt euch Spider-Man, sofort! Ja, ja, ja. Lasst mich doch einfach mal in Ruhe hier. Moment, ich glaube, hier ist was. Walter, macht euch zum Angriff bereit. So, hier kann ich hin. Jetzt kommt er wieder an. Moment. Spider-Man ist hier. Aufpassen. Gib mir den. Eben war er. Eben war er sicher. Verdammt. Den Sektor sichern. Jetzt. So. Hey, mach mal Pause. Echt mal. Okay, da sind nur noch die beiden. Den Sektor sichern. Vorwärts. Den Sektor sichern. Lass mich in Ruhe hier. RX-57, Statusbericht. So. Er antwortet nicht. Seht nach. Und das bei denen nichts, oder was? Dran. Wenn ihr das Ziel findet, neutralisiert es. Da könnte ich was drauf böllern, aber das bringt nichts. Da wäre was. Keine Spur von ihm. Wir haben wohl Gesellschaft. Na, Quatsch. So, gucken wir mal. Na, geht ihr beide dahin? So ist das brav. So ist das schön. Und gute Nacht. Kommt nicht um. Er könnte überall sein. Könnte ich. Bin ich aber nicht. Hallo, Riva. Schönen guten Tag. Ist da eben? Wir sind wohl aufgeflogen. Quatsch. Ah, shit. Okay, das ist jetzt ungut. Na gut, dann halt auf mit der groben Kelle. Dann halt mit der groben Kelle. Hilft ja nichts. Hey, lass das. Mensch, gib mir dein dämliches Schild. Ja.
Ganz zu schweigen von einer Waffe. Oh, nö, 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 nö. Oh, das ist doch jetzt Mumpitz. Oh. Dann halt so. Ich schließe das Schloss kurz. Du musst die Überschreibung aktivieren. Bin dran. Okay, was immer du sagst. Ach, da lang, okay. Sieht aus wie eine Art Datenarchiv. Was wohl auf den Computern ist. Moment, hier konnte ich doch gerade irgendwas. Ne? Und ich hier nicht eben irgendwas noch Computer benutzen, aha. Mehr Info zu Rhino. Ja, er sagt, dass er den Anzug loswerden will, aber mal ehrlich. Der Metalleinteiler ist der einzige Grund, warum die Leute ihn kennen. Verbessert seine Rüstung. Wir helfen ihm, Spider-Kid zu erledigen. Dann wird er ihn behalten wollen. Dieser Kerl manipuliert alle und jeden. Spider-Kid, also bitte. Das ist ja wohl Diskriminierung vom Feinsten hier. Uriva, das kann ich ja auch nicht sagen. Vertragspartner. Wir brauchen jemanden von außen, der Tinkerer und Spider-Man verfolgt. Tombstone schaltet aus. Black Cat ist jetzt sauber. Vorerst. Was ist mit dem lila Typen? Wo ist er hin? Wie hieß er noch? Oh, ja. Ja, perfekt. Der lila Typ? Das ist doch nicht... Oh, nein. Ich glaube doch. Oh, hey. Hallöchen Kiste. Rockstone stiehlt dein Zeug. Du auch, was man so hört. Besten Dank dafür übrigens. Nicht so frech, Fräulein. Überschreiben aktiviert. Da ist ein Sprachmemo drauf. Sir, die Polizei fragt nach Rhino. Was sagen wir Ihnen? Unser Mann im Raft bereitet ein spezielles Freigängerprogramm vor. Sagt der Polizei, Rhino macht gemeinnützige Arbeit. Dass Sie damit davongekommen sind? Tür ist entriegelt, aber du musst sie aufbrechen. Alles klar. Da, nichts einfacher als das. Mensch, Türen aufbrechen, das kann ich. So. Irgendwie. Sie gehen erst, wenn ich meine Uniform habe. Sollte gar nicht hier sein. Dein Schläger sollte sich nur das Mädchen schnappen. Ja, das gefällt dir nicht. Aber weißt du, Spider-Man ist das beste Druckmittel für Miss Mason. Ich meine, ihr habt sie gefangen. Zusammen. Ich meine, du hast sie gefangen, aber dank deiner Infos. Also, läuft da doch irgendwas mit den beiden. Ihr wolltet den Kleinen in Ruhe lassen. Onkel Aaron? Ah, der Kleine. Ich liebe es, wenn du das sagst. So väterlich. Lass Spider-Man gehen. Ich hole euer Nuform. Spioniere den Underground aus. Was auch immer. Siehst du? Druckmittel. Funktioniert immer. Mike, Spider-Man! Du solltest bedenken, ich weiß einiges. Dass Nuform gefährlich ist, was mit Rick Mason passiert ist, wenn das öffentlich wird? Ja, wird es aber nicht. Also hör mal, als gesuchter Dieb würdest du bei all den Dingern, die wir gedreht haben, gleich in der Zelle neben mir landen. Und wir wissen beide, dass du dir dafür zu wichtig bist. Also, wir gehen jetzt rein und sehen nach Miss Mason und Spider-Man. Aber das ist... eher eine Art geschlossene Gesellschaft. Ja. Bye. Na toll. Okay. Super. Und schon wieder verraten. Nein. Moment. Kennst du den Kerl? Wurden wir deshalb geschnappt? Ich wusste, dass er für Roxxon arbeitet, aber dass er mich verpfeift. Ich glaub's nicht. Du hast mich in eine Falle gelockt. Warum höre ich dir überhaupt noch zu? Nein. Es muss. Weil ich selber nicht wusste. Hallo. Ich wusste nicht, dass das passiert. Spaß dir einfach. Los, gehen wir weiter. Okay.